Okay. Das Spiel beginnt. Na, ich war noch vor kurzem auf einer tödlichen Mission unterwegs. Für mich tödlich. Jetzt bin ich zurück in einem gemütlichen Büro mit meinem großen Bruder. Der erste war fantastisch. Ja, aber mit meinem großen Bruder musst du dann offen lassen, ne? Großen Bruder, das, ja. Na, ich war noch vor kurzem auf einer tödlichen Mission unterwegs. Für mich tödlich. Jetzt bin ich zurück in einem gemütlichen Büro mit meinem großen Bruder. Sind das Ingwerkekse? Ich liebe Ingwerkekse. Bin ich auch, absolut. Du weißt doch, ich brauche jetzt keine Aufputschmittel. Ich habe zu tun. Cumberbatch macht es ja nun auf seine Art und ziemlich besonders. Und er spielt einfach sehr viel. Also, ja, also die Brüche sind sehr groß. Und was Cumberbatch da macht, ist halt auch sehr schnell und präzise. Und dieses Schnelle und Präzise, das habe ich durch diese Rolle auch, gelernt. Man schlüpft da rein. Ja, man sieht das Gesicht, man hört die Stimme, man ist dann da. Das ist, man saugt es auf und projiziert das dann darauf. Und das macht Spaß. Das ist aber auch anstrengend. Nein, nein. So enttäuschend wäre er niemals. Nein, nein. So enttäuschend wäre er niemals. Er hat etwas geplant, etwas Langfristiges. Wichtig ist mir, dass Tommy zum Beispiel genau die Gefühle rüberbringt, die eben in dem Fall Cumberbatch rüberbringt. Also dass es genau so, oder es wird natürlich nie genau so wie das Original sein, aber dass es so nah ans Original wie möglich kommt. Sie sollten richtig recherchieren. Ich bin kein Held. Ich bin ein hochfunktioneller Soziopath. Ich mache eine. Ich muss noch ein bisschen, ich mach's noch anders. Kannst ein bisschen früher anfangen. Okay. Gleich Abschnitte auf Video. Gut. Sie sollten richtig. Wir haben halt auch schon viel Blödsinn dabei gemacht. Also wirklich, dass wir mal bei der einen Szene im letzten Film wirklich Alkohol ausgeschenkt haben und dabei geraucht wurde und dass man halt diese Stimmung herstellt, die es wirklich im Atelier, also auch im Film gab. Ne? Die wurden immer betrunken am Laufe des Films und wir haben da wirklich dabei Champagner und Cognac getrunken. Und es war wirklich sehr lustig. Und Sherlock ist einfach, es ist wirklich wahnsinnig anspruchsvoll. Also was Tommy auch gesagt hat, dieser Rhythmuswechsel ständig und dieses präzise sein zu müssen. I'm just glad to be alive. What should we do next? What's your name? Wirklich, ich. Wirklich, ich. Freue mich. Wirklich. Wirklich, ich freue mich des Lebens. Du hast doch nur A-Fuck. Ja. Ja. Und du darfst noch ein bisschen knödeln. Ja, okay. Noch ein bisschen mehr. Mehr so opernmäßig, ja? Ja. Richtig Oper. Wirklich. Wirklich, ich freue mich nur des Lebens. Super. Klasse. Okay. Dankeschön. Okay, das war's. Gut.